Hallo zusammen, heute mal ein Stellplatzvideo. Ich bin jetzt hier in Manila in Schweden und habe durch Zufall das Schild an der E4 gesehen, Naturcampingplatz, und bin reingefahren und habe diese Perle hier entdeckt. Es ist traumhaft schön. Der See hat eine super Wasserqualität. Nicht sehr warm, aber angenehm, wenn man erstmal drin ist. Es ist ein Sprungturm dort hinten vorhanden. Und bis gerade dachte ich auch, ich könnte das eben noch filmen ohne Geschrei. Aber kommen gerade noch ein paar Kinder hier aus dem Nachbarort anscheinend. Macht aber nichts. Was ich euch zeigen wollte und sagen wollte, seht ihr ja auch so. Und der Platz kostet nur 100 Kronen die Nacht. Das sind rund 10 Euro. Und die muss man hier in so einem Kasten einwerfen und dann ist gut. Den Platz zeige ich euch gleich noch. Dort oben sind Umkleidekabinen. Es sind Toiletten da, es ist ein Pavillon da, es sind Bänke da. Und hier diese Stege, wo man überall ins Wasser kann. Und rundum ist es ja auch wunderschön. Diese kleinen felsigen Inseln in der Mitte, wo man dann auch hinschwimmen kann und sich einfach mal drauflegt. Dort ist der Sprungturm zu sehen. Und in die Richtung weiter der Verlauf dieses ganzen Areals. Man kann auch hier in den Wäldern noch herrlich spazieren gehen, zwischen den Felsen. Es ist alles bepflanzt oder naturbewachsen mit Erika, Kiefern, Blaubeeren ganz viele. Hier vorne sind Seerosen schön. Viele Fische im Wasser, die auch durchaus mal näher kommen. Aber wer in einem See schwimmen geht, weiß, dass er damit zu rechnen hat. So, jetzt geht es einmal hier Richtung Sprungturm und Richtung Sonne. Dann sieht man auch nochmal die andere Seite, nämlich dort hinten ist ein extra Hundebereich, was ich auch sehr schön finde. Des Weiteren überall diese Einstiege über die Leitern. Hier kann man seine Sachen aufhängen zwischendurch zum Trocknen. Und ja, als Highlight der Sprungturm. An den anderen Stellen würde ich nicht zwingend reinspringen, weil wenn man schwimmt, merkt man auch, dass man zwischendurch Grund hat, weil auch hier der Boden natürlich felsig ist gelegentlich. So wie zum Beispiel dort in der Mitte auch zu sehen, ist das natürlich auch unterm Wasser. Aber ansonsten müsst ihr doch zugeben, das ist eine Perle. Und wenn man überlegt, für 10 Euro für 24 Stunden, die man da einfach in den Kasten wirft und seine Autonummer auf einen Zettel schreibt, da gibt es doch wohl wirklich nichts zu meckern, oder? Wie gesagt, der Platz ist nur ein großer Parkplatz im Grunde, wie eine riesige Wiese, aber wunderschön gemacht. Den zeige ich euch jetzt gleich auch noch einmal. Ich wollte nur noch einmal schwenken hier, weil ich mir das heute schon den ganzen Tag angeschaut habe. Wie gesagt, es ist jetzt 20 Uhr gleich, die Sonne geht langsam da Richtung Horizont unter. Und ich habe den Tag hier echt mit Schwimmen, Lesen, Essen so richtig genossen. Mal einen Tag mit wenig Kilometern auf dem Tacho, das ist doch auch mal ganz schön. Und das in Schweden, was ja nur Rückreiseland ist, aber doch so ein paar schöne Ecken hat. Ich war erst nicht ganz so überzeugt, aber das hier mittlerweile gefällt mir sehr gut. Umso weiter ich Richtung Südschweden komme, umso schöner wird es für mich persönlich.
So, hier steht das Ganze nochmal schön beschrieben. Hier sind diese besagten Zettel, wo man dann seine Kennzeichen draufschreibt und seinen Namen. Das schmeißt man dann mit den 100 Kronen zusammen hier rein. Und dann hat man dort auf der gegenüberliegenden Seite überall die Möglichkeit zu parken. Und auch hier. Das Ganze ist freigegeben sowohl für Zelte als auch für Wohnmobile. Jo, das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ihr seht auch so die Umgebung ein bisschen hier. Das ist wirklich wunderschön. Auch wenn es nah an der E4 gelegen ist, aber am See bekommt man davon nichts mit. Ich hoffe, dass euch auch mal so ein Stellplatzvideo ganz gut gefallen hat. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus aus Schweden.